Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Resident Evil. Ich meinte XCOM. XCOM, ja, natürlich nicht Resident Evil. Nein. Gar nicht. Bestätige. Voll die Kopie einfach nur. Okay, komm, kill ihn. Ja, 6 kritisch, Alter. Geile Sache. Jetzt du noch. In Bewegung. Ein bisschen kritischer Schaden am besten. Möglichst nah ranstellen, dass sie es auch ja hinkriegt. Ja, geil. Zack und weg. Brauche Munition. So, jetzt haben wir wieder nur noch einen und der wird alle meine Leute töten. Also ich glaube, es ist nur noch einer. Du lädst mal nach. Damit du auch wieder zu was zu gebrauchen bist. Okay, die haben jetzt sehr viele Zivilisten getötet, aber immerhin. Wir sind dabei, es zu schaffen, Leute. Begebe mich auf Position. Das hatte ich schon lange nicht mehr, dass ich hier die erste Mission, die erste Entführung geschafft habe. Ich hoffe, dass wir das jetzt noch irgendwie hinkriegen. Ach, okay. Nein, nein, wir werden das hinkriegen, natürlich. Natürlich werden wir das hinkriegen. Was denn noch sonst? Rücke aus. Eine andere Option gibt's gar nicht. Jetzt sind wir halt wieder im Dreier-Team, ne? So wie am Anfang. Und nein, Vierer-Team war am Anfang. Wo hat der Penner sich versteckt? Da. Ich glaube nicht, dass wir hier allein sind. Ach, echt? Boah, krass. Du bist ja schlau. Oh, geh mal dahin. Ach ja, stimmt, abspeichern wieder. Wir haben ja den Zombie getötet. Das läuft normalerweise nicht so gut. Aber diesmal hat es einigermaßen geklappt, das ist schön. So, und du gehst jetzt einfach mal dorthin. Du bleibst einfach da oben. Hast du eine relativ gute Chance, den zu treffen. So lange, bis sich irgendwas anderes ergibt. Bestätige. Bleibst du jetzt einfach da oben. Die anderen beiden schießen von unten. Der muss jetzt auch mal herkommen, sonst wird's... Oh. Ja, tschüss, mein Freund. Nächstes Mal krieg du bist tot. Nee, du bist jetzt tot. Meine Flanke. Nee, du bist jetzt einfach tot. Oder auch nicht, weil der es nicht hinkriegt. Boah. Ja, das war verdammt knapp. Wie kann man so viel Glück haben? Schnell rauf mit dir, Kleines. Du bist die Einzige hier, die wirklich was hinkriegt. Also, mach. Okay, irgendwie nur 40%, warum auch immer. Er steht ohne Deckung und alles da. Wahrscheinlich, weil er fliegt. Die fliegende Drecksau. Fliegende Kakerlake hier. 45% versuch's. Na, scheiße. Schuss hat nicht gesessen. Ach was, hab ich nicht gesehen. Hab ich nicht mitbekommen. Okay. Es ist wahrscheinlich wieder der letzte und wahrscheinlich wird er wieder alle töten. Okay. 40% versuch's. Natürlich nicht. Schuss hat nicht gesessen. Ja, ich weiß. Echt jetzt? Eine Frau übrigens und kein Mann. Nein. Echt jetzt? Nein. Das ist nicht richtig. Ja, das ist nicht richtig. Da hast du vollkommen recht. Jetzt ist es wieder... Ach, komm schon. Das ist doch so beschissen, wirklich. Immer dasselbe. Ein einziger kommt und tötet einfach alle. Warum schicken die Aliens überhaupt noch so viele Leute? Die brauchen doch... Nein, das... Nein. Akzeptiere ich jetzt nicht mehr. Warum schicken die überhaupt noch so viele Leute? Die brauchen nur einen einzelnen zu schicken. Der wird alle meine Leute töten. Können die sich die Männer direkt sparen? Komm, das ist doch ein Scheißdreck, ey. Wahnsinn. Niemand trifft den, der ist unbesiegbar. So wie immer halt. Ich hab da jetzt echt keinen Bock mehr drauf. Nö, du sprengst ihn jetzt einfach in die Luft. Und das war's dann mit dem. Natürlich ist er nicht nah genug dran, logisch. Mach einen Feldposten. Du genauso. Beim Feldposten haben die wahrscheinlich bessere Chancen, weil das ist doch Blödsinn, was die hier machen. Ja, wenigstens getroffen.
Nicht tot, aber immerhin. So, der kann da wenig machen, dann soll der mal. Soll der mal hier hingehen, da ist er sicher. Relativ. Und kann vielleicht auch noch irgendwie helfen, ich weiß nicht. So, jetzt wird er wieder schießen und gleich 10 meiner Leute auf einmal töten. Ja, war klar. Hier steht noch. Jetzt. Okay, dir. Ach so, das speichert schon. Alles klar, das hat von selber gespeichert. Verstanden, Commander. Hä? Wo ist denn der hin? Ich dachte eigentlich, der wäre jetzt hier. In Bewegung. Ah, da bist du. Ich sehe dich. Ja. Wir haben es geschafft, Commander. Mission erfüllt. Getötete Aliens, 9. Verlorene Ex-Cop, Ex-Cop, ja genau, Ex-Cop. Ex-Com-Einsatzkräfte, 2. Bastro. Gerettete Zivilisten, 8. Ja, ist so im mittleren Bereich. Aber die Zivilisten haben mich von Anfang an nicht wirklich interessiert. Für mich ist am wichtigsten, dass meine Soldaten irgendwie da halbwegs ihren Job machen. Die Aliens killen. Die Zivilisten sind da eher so. Kann man eh nicht vermeiden, dass da welche sterben. Es geht ärgerlich. Nicht. Was wie ärgerlich. Vielleicht können wir irgendetwas verbessern, um so etwas in Zukunft zu vermeiden. Für mich war das gut. Also normalerweise verkacke ich die erste Entführung immer komplett. Normalerweise ist das immer komplett scheiße. Darum, wir haben gewonnen. Für mich ist das gut. Die Panik in Russland hat sich um 2 abgeschwächt. Wir bleiben in Kontakt. Und die Panik hat sich auch noch abgeschwächt, ja, aber die. Ich bin sicher, die Truppen werden die Opferzahl da draußen gerne ausgleichen. Da habe ich ja gar keine Beschwerden mehr. Panik hat sich auch noch abgeschwächt, also leck mich am Arsch, das war geil. Neue Soldaten treffen ein. 2 Tage noch. Ja, hoffentlich kommen die bald, weil wir haben nicht mehr genug Leute, um sie einzusetzen, oder? Kaserne, Soldaten anzeigen. Ja, genau, wir haben noch 3 Leute. Das heißt, wenn jetzt in diesen 2 Tagen ein Einsatz kommt, sind wir sowas von am Arsch. Oh, zum Glück. So, das Labor ist gleich fertig. Ich gehe jetzt aber erstmal ins Lagezentrum und starte einen Satelliten. Hier in den USA, dass wir den nicht verlieren. So, was kriegen wir denn dafür? Land USA. Flugzeit 5 Tage. Die sind halt nicht sofort da, die Satelliten, die brauchen immer ein bisschen Zeit, aber das passt schon. Monatliche mehr Geld pro Monat, 25. Nach dem Start überwachen wir 1 von 3 Ländern in Nordamerika. Belohnung, 1 Wissenschaftler pro Monat mehr. Satelliten starten, würde ich sagen, ja doch. Satellitenkontrollzentren haben maximale Kapazität erreicht. Oh, das macht nicht viel. Das macht nicht viel, weil das nächste Zentrum ist ja schon im Bau. Normalerweise, oder? Satellitenkontrollzentrum, ja genau. Mich würde jetzt eher interessieren, wie viele Satelliten haben wir denn? Maximale Kapazität erreicht. Weitere Zentren wir brauchen noch 3 Satelliten. Haben wir da schon welche im Bau? Satellitbetrieb über USA? Nein, wir haben da noch keine im Bau. Die müssen wir dann jetzt mal langsam machen. Aber wir haben kein Geld. Wie viel kostet so ein Satellit? 100? 150? Das kriegen wir nie zusammen. Wir haben auch nichts. Dann müssen wir auf den nächsten Lohn warten. Monatlich 187, davon können wir wenigstens einen Satelliten bauen. Immerhin. So, Labor ist auch gleich fertig. Geil. Sieht schick aus. Bisschen primitiv, aber was soll's. Labor online. Jo, Labor. Ach stimmt ja, Technikabteilung. Unsere schlimmsten Befürchtungen Einrichtung bauen. Ah, ist noch nicht fertig. Es geht Ihnen nicht nur um Entführungen. Sie planen etwas anderes. Schön, das Labor ist jetzt einsatzbereit und hilft uns.
Eingehende Übertragung. Wir sind vom bisherigen Erfolg des XCOM-Projektes sehr beeindruckt, Commander. Die letzten Ergebnisse haben unsere Erwartungen übertroffen. Und so etwas sagt dieser Rat nicht einfach so. Anscheinend doch. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. 129. Pro Satellit. Eine verbesserte Aufklärungssatellit. Wir bräuchten für später halt 3 Satelliten im Voraus. Aber das kriegen wir mit dem Geld, was wir jetzt haben, definitiv nicht hin. Schaffen wir nicht. Aber wir können schon mal einen machen. Weil das Satellitenkontrollzentrum ist ja bald fertig. 8 Tage oder so, glaube ich. Genau 7 Tage. Es passt. 7 Tage, dann können wir wieder den Satelliten starten. Sagen Sie, was ist das, Doktor? Das ist bemerkenswert. Bei der kristallinen Substanz, die sich in dem Behälter befindet, handelt es sich um ein Stoffgemisch. Es enthält aber Milliarden von kybernetischen Nanomaschinen, die sowohl aus organischen wie auch aus mechanischen Komponenten bestehen. Die Untersuchung durch mein Team hat ergeben, dass diese mikroskopisch kleinen Roboter unerhört effizient mechanische Strukturen bauen können. Durch nähere Studien und in entsprechenden Laboren könnten wir eine Art Cyberanzug entwickeln, der an den menschlichen Körper gekoppelt wird. Mein Team interessiert mehr, ob es möglich ist, das Gewebe an sich physikalisch zu verändern. Das heißt, ob wir genetische Adaptionen der Aliens darin verankern können, indem wir die Nanomaschinen nutzen, um eine Art Verschmelzung des Materials zu bewirken. Der Commander muss entscheiden, was am vorteilhaftesten ist. Sind Sie mit irgendeinem Punkt einverstanden? Angesichts der offensichtlichen Aufgabe der Nanomaschinen, nämlich organische Materialien miteinander oder mit technischen Strukturen zu verbinden, sind wir uns immerhin einig, wie wir sie nennen, nämlich Meld. Ja. So sieht's nämlich aus. Dafür brauchen wir das Meld. Neues Forschungsprojekt. Ja, einiges zum Bauen neu dazugekommen. Kybernetiklabor, Genlabor, neue Genmodifikation verfügbar. Ja, okay, das schauen wir uns dann später an. Wenn wir das Gebäude haben, womit wir unsere Genmodifikation machen können. Die Mechs sind ziemlich cool. Anfangs mochte ich die Mechs nie, aber jetzt sind sie... Jetzt, wo ich weiß, wie man sie einigermaßen einsetzen kann, sind sie echt ziemlich cool. Strahlenwaffen, Scheinrüstung, oh, es ist immer noch alles so lang. Ja, normalerweise braucht man noch mindestens 2 Labore. Wir machen den Pulsbogen. Oder? Oder eher die Scheinrüstung? Nein, das dauert zu lange. Experimentelle Kriegsführung ist normalerweise gut für die Flugzeuge, wenn ich mich nicht komplett irre. Die Autopsien schalten neue Sachen frei zum Bauen oder Herstellen und zum, ja, irgendwelche andere Sachen machen. Aber das brauchen wir jetzt noch nicht unbedingt und das dauert auch recht lange. Pulsbogen wäre halt Priorität, damit wir die ganzen Viecher fangen können. Und darum mache ich das jetzt auch. Weil es dauert alles lange, also kann ich auch den Pulsbogen machen. Ich verstehe es nur nicht. Warum setzen Sie so hochentwickelte Technologie gegen Zivilisten ein? Damit du dich das fragen kannst, vielleicht? Einfach damit du diese Frage stellen kannst. Wäre jetzt... Meine erste Idee, haben wir überhaupt noch Geld? Ja gut, wir haben noch Geld. Stimmt, apropos Hangar. Wir müssen nämlich jetzt ein Schiff, also halt ein paar Flugzeuge bestellen, da wir jetzt mehrere Satelliten draußen haben. Das heißt nämlich, die UFOs können auch woanders auftauchen. Beziehungsweise gefunden werden. Vorher konnten wir die nur bei uns in der Gegend finden. Weil wir nur bei uns ein UFO hatten. Ein UFO, ich meinte einen Satelliten. Jetzt haben wir einen Satelliten noch woanders. Bei den USA,
Wo habe ich jetzt meine hingeschickt? Hangar. Nordamerika müsste hinkommen. Südamerika. Europa, Asien fehlen noch. Ja, okay. Das heißt, da wo wir jetzt den Satelliten haben, müsste eigentlich abgedeckt sein. Und Stromgenerator bereit. Aufzug hoffentlich auch. Zugangslift einsatzfähig. Ja, schön. Einrichtung bauen. 20. Ja, ich brauche mehr Geld. Lagezentrum, besuche den Schwarzmarkt, aber wie? Ja, ich verkaufe den UFO-Flugcomputer, komm, scheiß drauf. Die beschädigten Sachen kann ich eigentlich auch komplett verkaufen. Weil normalerweise brauche ich die nicht mehr so sehr. 130 Technikabteilung, damit wir wenigstens ein bisschen was haben. So, ich muss in beide Richtungen graben, damit wir auch wirklich schnell wieder Platz kriegen. Und jetzt können wir mal nach einem neuen Einsatz suchen. Genau. Satellitenkontrollzentrum bereit. Das ist das Satellitenkontrollzentrum, ja. Wir können jetzt normalerweise 3 Satelliten starten, oder? Ja, 2 von 5. Passt. Das heißt, wir brauchen nur noch einen Satelliten, der müsste ja auch demnächst mal fertig sein in 14 Tagen. Ja, demnächst. Ha! Ja, voll demnächst. Okay. Ah, Schauplatz anzeigen. Commander, wir haben mehrere Hilfegesuche erhalten. Aktuelle Entführungsfälle sind auf dem Hologlob markiert. Alles sehr schwer, ne? Scheiße. Okay, wir brauchen die Wissenschaftler. Die sind alle sehr schwer. Und alle werden sie in Panik geraten. Also Mexiko, Großbritannien. Komm. Wissenschaftler. 3 Stück. Ich glaube, ich habe schon mal gesagt, dass wir es eh nicht vermeiden können. Also wir werden so oder so ein Land verlieren. Das geht nicht anders. So, ich weiß halt nie, lohnt sich ein Medikit überhaupt? Eigentlich nicht, weil wenn meine sterben, dann direkt nach einem Schuss teilweise schon. Und jetzt 2 Stürmer mitnehmen, ist das gut? Ich gehe normalerweise nicht mit 2 Stürmern raus. Und es ist halt sehr nahkampflastig, ne? Ja komm, wisst ihr was? Wir versuchen es einfach mal mit 2 Stürmern. Ich weiß nicht, ob das gut ist, keine Ahnung. Ihre nächste Mission führt Sie nach Japan. Wir empfangen immer noch Übertragungen, nach denen die Aliens in einer ihrer Großstädte operieren. Wir müssen die Gegend schnellstmöglich sichern. Okay, machen wir das. Hier spricht Big Sky. Strike Team hat das Einsatzgebiet erreicht. Erbitten Einsatzfreigabe. Angekommen, Big Sky. Strike One hat Erlaubnis zum Angriff. Gut, gespeichert hat's auch. Obwohl, nein, wisst ihr was? Ich würde sagen, wir beenden die Folge hier, weil sonst muss ich halt wieder einen Cliffhanger machen. Ich denke nicht, dass wir das Level in 10 Minuten schaffen werden. Darum sage ich jetzt einfach mal, was haben wir eigentlich in dieser Folge alles gemacht? Wir haben die Zombie-Apokalypse aufgehalten. Resident Evil wird heute nichts, zum Glück. Ja, das reicht eigentlich schon. Sonst muss ich halt wieder so einen scheiß Cliffhanger machen und darauf habe ich ehrlich keinen Bock. Und wir sind ja jetzt auch schon wieder bei fast 20 Minuten. Ich würde sagen, das reicht und wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Ciao!